Folge Nummer 38 von Oxygen Not Included. Ja, wir sind hier mit Verhungern 2 unterwegs. Wir müssen uns definitiv um Nahrung kümmern. Und das heißt, wir machen jetzt mal den Matschriegel wieder zur Ernährung. Leider. Auch wenn es jetzt nicht so tolle Auswirkungen hat. Aber das müssen wir mal machen, damit die jetzt gerade mal über die Runden kommen. Wir müssen schauen, dass wir den Matschriegel aber auch an Strom haben. Damit das klappt. Der war ja immer letztens irgendwie so ein bisschen knapp mit dem Strom, ne? Wo es jetzt gerade läuft. Jetzt ist er nämlich wieder ohne Strom und das funktioniert nicht. Und das ist schlecht. Und da müssen wir was machen. Strom, Kabel. Kabelbrücke. Da. Kabelbrücke drehen. Da. Da. Dort. Und dann das Hamsterrad dran. Weil hier ist Saft dran, ne? Der ist voll, der nicht. So, und dann noch. Strom. Machen wir nochmal Strom. Da müssen wir den dann noch trennen. Zerlegen wir den. Der wird schon fertig gemacht, oder wie sehe ich das? Wir müssen das Prio machen. Das haben wir natürlich vergessen gerade. Machen wir die Prio dahin. Und das Zerlegen hier. Das brechen wir nochmal ab, bevor das da nachher keinen Strom gibt. So, Stromkabel kommt. Verhungern immer noch 2. Wir haben nichts zu essen. Mach mal jetzt fertig hier. Sehr schön. Jetzt noch die Brücke da bitte. Und dann können wir das Ding ins Zerlegen. Das Stromrohr da, die Stromleitung. Ach so, nee, dann zerlegen da. Dort. Ja. So, wo ist diese Person jetzt gerade hingelaufen, die da war? Keine Ahnung. Wie sieht's mit Sauerstoff aus? Oh, das ist auch schlecht hier, ne? Hier passiert nichts mehr. Zu wenig Ressourcen? Zu wenig Ressourcen. Wir brauchen Algen. Die haben wir noch hier. Graben. Das können wir dann da weggraben. Können wir alles weggraben. Das auch. Das nicht, aber das. Und das muss auch weggegraben werden. Das muss auch gehen. Dann kriegen wir da ein paar Algen dazu. Da wird fleißig gearbeitet. Hier. Weißt du, was wir jetzt hier machen? Wir machen jetzt hier mal Alarmstufe gelb rein, damit der auf jeden Fall immer gemacht wird. Der Matschregel, damit wir die Verhungernden wegkriegen. Okay. Was macht denn unser anderes Essen? Hier ist nicht mehr ganz... Was ist denn hier das Problem? Wachstum gestoppt, Beleuchtung. Wir haben keinen Strom da, ey. Wieso ist hier kein Strom? Strom, Kabel. Geht daran, geht daran. Wieso wird hier jetzt gerade nicht produziert? Da müssen wir mal gucken, was wir da wegmachen. Oh, hier ist zum Glück gerade einer fertig geworden. Was hängt denn da an Strom dran, ne? Hier ist ein Filter. Und da sind Lampen. Was ist das hier für ein Strom? Ach, über das Hamsterrad da oben. Sogar noch Saft dran, ne? Was filtert der Wasserstoff? Das ist alles nicht gut. Hier, das steht. Das ist unser Problem. Wir brauchen hier Strom, damit wir Sauerstoff auch produzieren. Das
Was ist das hier für ein Problem? Körpertemperatur, hier ist zu warm. Wo kriegen wir denn hier noch was zu essen weg? Ja, da oben gibt es 3 Matschdinger auf einmal. Da ist auf jeden Fall auch einer. Graben auf 9. Den ausgraben. Ist hier noch was in der Nähe? Da ist was. Hier ist nix. Hier hinter, da sind nochmal 2. Ist hier noch was? Da ist noch einer. Hier ist nicht wirklich was. Hier können wir ruhig den da noch befreien. Oh, zack, jetzt 20 Paar zu viel. Den nicht und den nicht. Obwohl, da unten ist auch noch einer. Zack, machen wir auch noch. Graben auf 9 ist. Holen wir da auch noch weg. Hier ist nix. Da ist alles dicht. Hier unten ist Wasser. Könnte man notfalls natürlich auch noch machen. Da ist einer. Den holen wir da auch noch raus. Der Baum wächst auch nicht. Hier ist nichts. Da ist wahrscheinlich der Matsch da schon. Hier ist was. Da kommen wir nicht hin. Obwohl, hier würden wir hinkommen. Wer weiß, das müssten wir mal entdecken. Hier hatten wir schon, oder? Das können wir nicht. Hier ist noch was. Warte, hier ist noch mehr. Dann lass uns das alles wegnehmen hier. Da reinarbeiten. Da ist auch noch einer. Machen wir so. Dann gehen wir hier hoch. Da sind noch welche. Nehmen wir die alle mit. Wenn wir das haben, dann ist es doch schon mal richtig viel, oder? Wie viel haben wir? Einer verhungert nur noch. Wie sieht's bei dem denn aus? Kalorien 900, okay. Hier können wir was machen. Er wird Landwirtschaft machen oder Forschung. Momentan würde ich die Forschung nicht wollen. Er kann noch ein bisschen mehr durch die Gegend tragen, dann passt das schon. Läuft erstmal. So, was ist mit unserem Rad hier? Das läuft. Die Batterie ist voll. Hier läuft es jetzt gerade auch ziemlich gut. Der Matsch wird jetzt gemacht. Sollte gehen, oder? So, jetzt verhungert gerade keiner mehr. Wir haben 1600 Kalorien. Ich glaube, wir können jetzt gerade mal den gelben Alarm erstmal wieder hier rausnehmen, oder? Ist der jetzt aus? Ach so, dann müssen wir die 9 drücken, damit er aus ist. Gut, Prio ist wieder hoch. Okay, da kann keiner hin. Das heißt, wir müssen eine Leiter bauen, dass da einer hin kann. Ja, sieht erstmal gut jetzt gerade aus. 1600 ist dazu. Was wird hier oben ausgehöhlt oder so? Der ist schon weg. Hier war auch einer, ist auch weg. Wo wird denn ausgegraben? Ah, hier wird schon ausgegraben. Gut, da wird auch schon einer wieder geholt. 800 Kilokalorien oder zweimal geholt, aber ja, okay. Hier passt was nicht. Da muss man noch was ausgraben. Jetzt kommen sie da nicht hin. Ich glaube so, oder? Weiß nicht. Ja, wenn man den ausgraben, fällt er da unten rein, bringt uns also nichts. Hier wäre noch einer. Und
Den machen wir wieder weg. Okay, hier ist noch was. Dämmerkappe. Da müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Hier kann man allerdings sehr schön weiter hochgehen noch, ne? Oh, was ist das denn? Alles Algen hier? Ach, wir müssen da die Algenproduktion herholen. Ich glaube, wir können hier mal hier die Leiter hochziehen dann, ne? Aber das mit einer niedrigen Prio. So. Und dann graben. Und dann kriegen wir doch schon mal was wieder her an Algen. Für Sauerstoff. Stromkreis schon wieder überlastet, so ein Shit. Ja, dann geht das jetzt bald kaputt dann wieder, ne? Wo ist ein Hausmeister? Kann das einer mal reparieren? Ja, wird weitergemacht. Ist auch wichtig. Hier ist jetzt auch was möglich. Geht sogar einer hin und baut schon was. Genau, sehr gut. Das Rohr ist fertig. Sollte laufen, oder? Da wird Wasser geholt. Unser Essen hier, das ist unser größtes Problem, was wir jetzt gerade haben. Hatten wir nicht irgendwas mit Klima und Kühlung und so? Klimagerät. Kühlt das durchgepumpte Gas ab, erzeugt aber Wärme in seiner Umgebung. Okay. Wasserkühler. Da wird das Wasser kalt, okay. Eismaschine wandelt Wasser in Eis um. Die bräuchte ich wirklich. Eis-E-Lüfter findet Eis, um eine kleine Menge Wärme abzuführen. Um kleine Gebiete nach Bedarf zu kühlen. Zack. Verwendet Eis, um eine kleine Menge abzuführen. Ja. Den bauen wir mal ganz schnell. Braucht der Strom wahrscheinlich, oder? Nee, wohl nicht. Komisch. Hätte ich jetzt gedacht. Körpertemperatur ist hier das Problem. Zu warm halt. Das Ding können wir doch hier auch wegreißen, oder? Gucken, ob das was bringt. Wie ist mit Essen? Oh, es verhungern schon wieder zwei. Wie sind wir denn hier aufgestellt? Okay, da können wir noch was bauen. Kommt doch schon jemand. Läuft jetzt zurück und keiner weiß warum. Wahrscheinlich wegen der Freizeit oder was. Ja, das wird nicht fertig. Das heißt, wir können auch noch nichts abkühlen. Allerdings brauchen wir gerade keine Kühlung in der Hinsicht, dass wir Dingens kühlen. Sag schon, Wasser kühlen, sondern wir müssen gerade Luft kühlen. Kupfererz, 200 Kilo fehlen da noch. Lange Arbeitswege, ob wir noch Ressourcen. Okay. Ja, das hier bringt allerdings gerade. Wir haben keinen Strom, wir haben nichts. Das läuft gerade richtig schief, oder? Hier würde gehen, macht aber gerade keiner was. Es verhungert nur einer. Müssen wir da wieder gelb machen, oder was? Nee, müssen wir nicht. Es wird ja schon weitergearbeitet. So, das heißt, der ist fertig geworden. Ja. Haben wir die Ernährung umgestellt gehabt? Ich würde sie jetzt am liebsten mal einmal rausnehmen, weil der andere Matschriegel ja doch mehr bringt, ne?
Und dafür muss die Prio ja aber hoch sein. Ist er? Ist er. Ah. Wofür läuft das hier? Okay, das läuft für das alles. Aber bringt eigentlich hier nichts. Wächst ja sowieso nicht. Körpertemperatur. 32,4 Grad ist hier. Und die wachsen bis wann? Bis 30 Grad. Wer wächst denn bei einer höheren Temperatur? Die hier? Auch nur bis 30. Das ist schlecht. Ja, da sieht man es ja auch. Es wird einfach zu warm hier. Wir haben es schon isoliert. Hat aber nichts gebracht. Verhungert wieder einer. Aber er macht doch hier schon Regeln. Und 4000 Kalorien haben wir auch. Wenn da einer verhungert, ist er doch eigentlich schon fast selbst schuld. Hier sind auch genug. Da liegt auch noch einer. Ziegel ist diese Etage. Da wäre noch einer drinne. Da auch, oder mache ich den Raum auf? Atembares Gas geht sogar. Sogar sehr atembar. Aber verschmutzter Sauerstoff, also auch nicht so dolle. Wie ist denn das mit der Leiter? Da ist er. Da geht's an die Algen ran dann. Ach, die wird tatsächlich schon gebaut. Ist jetzt nicht so prickelnd. Es verhungert gerade keiner, wir haben 800 Kalorien. Hier können wir noch weiter durchbuddeln, ne? Wenn da einer mal nichts zu tun hat, ne? Kann er mal weiter bis nach da buddeln. Pilzspore. Aber hier ist noch Salzwasser da und da gibt es noch einen neuen Raum. Ich glaube, wir gucken mal zu, dass wir hier eine Leiter bauen. Ja. Die beiden wieder weg. Und wie hoch ist die Prio der Leiter? Na, auf 1 wird wohl klappen. Aber er baut schon. Was zu essen sehe ich hier natürlich nicht. Da ist Eisenerz. Was ist das? Bleichstein, okay. Ich glaube, die Leiter können wir noch ein bisschen höher ziehen. Mach den mal weg. Und buddel dann den Gang nach da. Und dann gehen wir weiter hoch gucken. Hier ist noch ein Raum, da ist ein Raum. Machen wir erstmal so. Wachstum gestoppt, zu nass, okay. Er ist voll im Element da. Wir haben keinen Verhungern, wir haben aber auch gerade keine Nahrung. Was ist hier? 98%, 97%, 83%. Was macht unsere Eismaschine da unten? Oh, die läuft schon. Ach, die wird handbetrieben. Sehr interessant. Und funktioniert tatsächlich hier. Guck. Das ist tatsächlich kälter geworden. Ich glaube, wir müssen mal schnell hier was schließen hier noch. Stopp. Der nicht. Und da muss eine Luftschleuse an der Temperatur isolierter Stein eigentlich hin, oder? Komm, machen wir nochmal neu. Geht das? Nee, den weg.
Abbruch. Isolierter Stein, nein. Und da muss eine Schleuse irgendwie hin. Ja, komm, machen wir die hin. Es ist auf jeden Fall, hier hat das einen Erfolg gebracht. Wieso wachsen die jetzt nicht? Körpertemperatur, das muss aber gleich werden. Ach, guck mal, hier ist einer fertig. Voll geil, das Ding funktioniert. Bedeutet, dass wir das hier vielleicht auch hinmachen sollten. Also erstmal hier vielleicht, oder? Zerlegen. Zerlegen. Das sollte eigentlich auch Prio werden. Na, ich glaube, ich brauche keine Prio machen, weil sie es schon getan haben. Ah, hätte auch wieder Prio werden müssen. Und das wird auf jeden Fall eine Prio. Das muss ganz schnell gehen jetzt hier. Und Klima. Ice Crusher. Hoffentlich kriegen wir da oben auch genug Eis noch weg dann. Hier liegt ja ein bisschen was, ne? Okay, das Ding ist da. Wird allerdings nur mit Prio 1 gebaut. Das ist nicht gut. Ice Crusher läuft. Wie sieht's hier unten aus? Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Er holt sich gerade was zu essen. Hier ist ein bisschen zu warm, aber hier funktioniert es noch gerade so. Wenn es das geht, dann ist doch alles gut. Und hier oben müssen wir noch gucken, dass das da auch friert. Eis. Auch Eis. Die können da rein und da runter, ne? Ja. Bauen wir da einen Ziegel noch neben. Leiter können wir zerlegen. Und die können wir auch zerlegen. Und die bauen wir hier noch mal hoch. Eis ist verflüssigbar. Guck, er holt das wahrscheinlich gerade was, ne, oder? Ne, er baut da ab. Jetzt ist er müde. Ja, läuft aber erstmal. Und was macht er hier? Pockepanzer. Untätig, wild, glücklich, hungrig, gepflegt. Ja. Hundertprozentig, dass er Eier legt. Entfernung, verschmutzte Erde, Ausgeschaltung, Sandfang, Methoden, Erfang, Einfang. Okay, er hier. Cyberhatch. 31%ige Wahrscheinlichkeit für ein Ei. Aber er hat hier eine 100%ige. Das ist doch cool, oder? Dann kriegen wir den schon hin noch. Eierschalen. Lass mal erstmal so. Da ist irgendwas angegangen. Was kriegen wir? Dornblütensamen. Drucken. Was willst du sonst nehmen? Wir haben auch noch Punkte, die wir vergeben können. Einer. Viehzucht. Und dann haben wir noch eine Kolonie. Geschieht der Zyklus des Jahrhunderts ein, erreiche den Zyklus 100 mit mindestens einem lebenden Blockanten. Haben wir geschafft. Runter. Super.
Gut, okay. Hier geht's wieder nicht voran. Wir haben Nahrungsmangel, wir haben 4600 Kalorien. Wir haben Algen auf jeden Fall. Sind die schon? Nee, von hier oben sind die nicht, ne? Nee. Aber die Leiter ist schon Stück für Stück weiter gebaut. Das ist schon mal cool. Hier geht nix. Da wird gearbeitet. Ich hoffe, der macht da mal irgendwo Nachwuchs, dass wir dann da auch was von haben. Hier wird gefiltert. Ja, hier ist die Schleuse fertig gebaut worden in der Zwischenzeit. Müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht mal Graben machen. Und dann muss da sowas wie so eine Dingensraffinerie dahin, ne? Ist das Veredelung oder was? Gase veredeln? Ölraffinerie, Molekularschmiede, Oxidraffinerie, Metallraffinerie. Eigentlich würde ich das jetzt so als irgendwas mit Erdgas machen. Läuft das unter Lüftung? Nee. Wo finde ich denn das? Klima? Nee. Stromherstellung war das wahrscheinlich, ne? Erdgasgenerator. Ja, der muss dann da hin. Können wir da mal bauen, ne? Irgendwann. Das Erdgas ist natürlich schon bis hierhin durch Öffnen der Schleuse ab und zu, ne? Okay. Was brauchen das jetzt dann? Wasser? Wohl nicht. Strom? Ja, Strom. Gucken, was daraus wird. Ach so, der bringt uns ja Strom, genau. Okay, da wird gelaufen. Nahrungsmittel ist gut. 1850 ist nicht viel, ist aber was. Hier läuft zum Glück auch mal der Sauerstoff. Wie sieht es überhaupt mit Sauerstoff aus? Hier schlecht. Machen wir mal diese Tür hier auf, damit der Sauerstoff da rauskommt, weil hier produzieren wir da auch Sauerstoff. Hier ist es auch nicht so doll mit Sauerstoff. Liegt natürlich auch daran, dass wir da gerade mit Sauerstoff produzieren. Hier oben wird nicht gearbeitet. Die Dingens hatten wir jetzt rausgenommen, die Matschräge. Naja. Okay, dann kommt das gleich bestimmt wieder. Hier ist ausgehöhlt worden. Ja. Das Ding hat keinen Nachschub hier. Passt erstmal. Eierschalen zu Kalk können wir auch machen. Weiß nicht, ob wir so viel haben, aber wir machen es erstmal. Wie sieht's denn hier aus? Okay, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Da fehlt ja nicht mehr ganz viel bei den Leitungen. Was machen wir hier? Können wir mal zumachen, ne, oder? Kann mal hier zu. Und das kann weg und das, dann geht das auch da weg. Und dann müssen wir das zurückbauen. Läuft erstmal. Wie sieht's denn mit den anderen Rohren hier aus? Okay, die müssen dann auch noch gemacht werden. Okay, hier wird gebraten, das ist sehr gut. Wie ist, ach, guck mal, die gehen schon ziemlich weit hoch da, alles klar. Hier sind aber keine Dinge ins Nehmen, aber hier müssten wir hingehen. Jetzt nix graben. Eins, muss sowieso gegraben werden, egal wie. Das sind auf jeden Fall drei Schmutzwurzeln, die da liegen, die sollten wir holen. Was ist das? Sand, okay. Ja, hier ist auch wieder was, aber mit Schmutzwasser besetzt. Hier sind bestimmt Schleim mit
Ja, Schleimlunge, leider. Ja, kriegen wir alles hin mit der Zeit. Hier liegen 1000 Sachen wahrscheinlich. Gut, aber ich sehe schon gerade, wir sind wieder eine ganze halbe Stunde dabei. Jetzt fängt gerade einer an, wieder zu verhungern. Das ist nicht gut, aber wir haben 1050 doch Kalorien. Der muss sich doch was holen, oder? Sollte doch gleich klappen hier. Der ist jetzt fertig, der Schmatschregel, ne? Sehr gut. Der macht schon den nächsten und dann muss der Verhungerer doch hier auch gleich weg sein, oder? Na, was denn jetzt? War das der Koch? Ne, der Koch war es nicht. Oh, wer hat denn jetzt den Hunger? Er selber. Du glaubst es nicht, oder? Ach. Ari, ess mal was. Wie viel brauchst du denn? Ah, 1000 hast du knapp. Ah, er hat sich's aber diesmal selber genommen. Alles klar, haben wir das. Gut, dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und definitiv könnt ihr Kommentare schreiben und auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.